Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute ist Folge 897. Das bedeutet, es fehlen noch drei. Und die nehme ich mal eben fix auf. Und da habe ich mir auch was überlegt, was wir mal eben machen können. Erstens, bei dem Experiment, was wir da unten gemacht hatten, will ich mal kurz was ausprobieren. Ich verspreche, das dauert auch wirklich nicht lang. Halt, ich würde trotzdem erstmal nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Es ist aber auch gut möglich, dass wir jetzt einfach mit Augenmaß arbeiten, weil das mit den Treppen letztes Mal. Huch. Ah ja, Flammenkern. Können wir wieder anschmeißen, ne? Oh Mann, nach dem Debakel letztes Mal. Aber gut, das mache ich auch nochmal kurz, weil das sollte ja fix gehen. So. Und so. Perfekt. Und da links in die Raffinerie hatte ich schon was geschmissen. Das ist aber, habe ich schon wieder hochgebracht. Ach ja, und der Met ist noch am Fermentieren. Der ist schon wieder fertig. Schon wieder. Kann es sein, dass das ein altes Fass ist? Irgendwie? Dass die mal irgendwann die Fässer geupdatet haben? Wenn ab jetzt ein Fass gebaut wird, dann... Nee. Nee, das kann ja nicht sein. Warum ist der immer noch am Fermentieren und der ist eher fertig? Keine Ahnung. Plusti, was machst du denn hier? Das ist doch Zapfis Platz. Gut, wie auch immer. Ich wollte mal kurz schwerer Bau und dann hier doch nochmal mit den Treppen rumexperimentieren. Der mir fiel auf, als wir hier rumexperimentiert hatten. Wenn ich zum Beispiel sage, unten 1, 2, oben 1 und dann auf der Seite... Fiel mir auf, dass wenn wir hier nach oben gehen, mit Augenmaß, so, ne, da sieht man's, ob das geht. Ich glaube aber nicht, ja, da doch, da sehe ich schon, das wird nix, weil der geht nicht in die Dingens rein, ja, da. Und der Rauch sammelt sich doch, ne, doch nicht. Doch nicht. Also schon klar, ne? Hier hinten raucht es ja auch, aber der Rauch wird ja hier nie weggehen. Wenn wir das hier zum Beispiel wegreißen würden und hier geht Rauch hoch, kann es sein, dass der auch hier hochgeht. Und das möchte ich nicht, ne? Dass er sich dann hier sammelt und dann hier hochgeht und dann gehen wir immer durch Rauch. Na gut. Ja, das wollte ich eigentlich nur kurz gucken, ob wir da irgendwie was drehen und wenden können. Obwohl, warte mal, ich habe eine andere Idee. Wenn es so nichts wird, dann probiere ich mal... Wenn ich baue und ich mache mal hier einfach so ein Pinöbel dran zum Beispiel. Und zwar zum Beispiel so. Immer mittig. Nee, nicht außen. Aber warte mal, ich kann auch so bauen. Nee, Auto. Mach mal Auto, so. Mach mal Auto. Und dann mache ich irgendwie... Hier dran vielleicht. Aber... Warte. So wäre, glaube ich, zu weit. Außen 2. Ihr versteht schon, ne? Dass ich mir einen Anknüpfpunkt suche, den wir dann immer benutzen können. Bei allen. Wenn ich zum Beispiel einfach mal sage, so. Und wir machen die Treppe dann da dran. Aber ich glaube nicht, dass das wird, ne? Müsste der angetargetet werden. Und dann unten 1... Ja, es müsste so und so. Sieht doof aus. Ja, nee, das sieht doof aus. Weg damit. Schon wieder doppeltes Geräusch beim Einkrachen. Das hat mich letztes Mal so maximal verwirrt. Den hier mache ich nochmal weg. So, das Holz haben wir. Oh, ich brenne. Huch. Shit, wie kriegen wir das hin? Also ich will da jetzt auch noch nicht sofort aufgeben. Das ist also scheinbar schon zu hoch. Wir müssen irgendwie... Ah, warte mal, warte mal. Wenn ich die Ecke hier nehme. So. Ja, das ist jetzt allerdings... Warte, warte. Dann machen wir hier unten so. Und hier nochmal einen länglichen... Halt, nein, den noch nicht. Oh, ey. Den hier. Irgendwie so. Das ist schon wieder zu weit rein. So vielleicht. Und dann probiere ich nochmal.
Schwerer Bau. Trap. Ach ja, es ist ja wieder das gleiche Problem. Ich kann die Mitte nicht antargeten, ne? Wenn ich einen Anknüpfpunkt habe, dann macht er entweder... Nee, macht er gar nicht. Ja, er hat entweder links oder rechts. Er hat immer links oder rechts. Und da kann ich die Mitte nicht treffen, glaube ich. Ich könnte versuchen, den erstmal wegzumachen. Ich probiere mal. Und den nochmal hin. So. So gegen zum Beispiel. Will er nicht, ne? Will er einfach nicht. Verdammt. Warte mal. Ich gehe hier mal kurz hoch. Und versuche mal oben drauf anzutargeten. Halt, der muss richtig gedreht sein. So. Und wenn das jetzt auch nichts wird, dann lasse ich es halt. Ja, geht nicht. Will er einfach nicht. Gut, dann lass es jetzt. Komm. Schon wieder doppelt. Keine Ahnung, das ist buggy. Irgendwie, wenn jetzt das Einkrachgeräusch kommt, dann ist das maximal verwirrend, dass es jetzt doppelt kommt. So, aber gut, dann lassen wir das. Und dann mache ich hier nochmal den wieder drauf. So. Gut. Dann eben nicht. Und dann machen wir das nächste. Und jetzt wird es richtig geil. Ich habe mir nämlich heute Nacht, ne, so beim kurz vorm Einschlafen überlegt, was können wir denn da mal Feines machen? Hä, warum habe ich denn Kohle dabei? Ach so, na klar, vom Erz nachfüllen gerade. Halt, hier rein. Und die Barren sortiere ich auch gleich ein, weil sie gerade schon durchgelaufen sind. Zack. Oh Mann, da war schon ordentlich. Sehr gut. Brauchen wir ja aber auch. Und zwar... Oh, es regnet draußen. Ich will, dass man nicht im Hintergrund rauschen hört. So. Und dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich bin schon so drauf. Okay, und zwar... also, wir haben hier... Hier und da. Und hier... Da haben wir leider den... Hier haben wir die Dreier. Hm, die Dreier würde ich so lassen. Ich würde einfach mal hier anfangen. Komm. Das weg. Das weg. Das weg. Dann weitermachen auf der Seite. Das weg. Das weg. Und sogar den weg. Ja. So. Was zur Hölle mache ich hier? Ich werde es euch zeigen. Ascheholz. Rausgenommen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben doch jetzt bei Bauen die hier. Ist das eine geile Idee oder was? Warte mal. So. So. Und so. Boah, die kosten aber auch immer 4. Das ist natürlich schon teuer, aber die sehen dafür auch wirklich geil aus. So. Ne? Dann hat man hier so... Ist das nicht obergeil? Und das lassen wir hier jetzt raus. Und das machen wir bei denen jetzt auch. So. Ich reiß erstmal alle raus. Den, 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 den und den. So. Und hier weiß ich noch nicht genau, aber ich mache einfach auch mal. Ich glaube, das sieht geil aus. So. Ich habe auch überlegt, das hier sogar, weil das in der Mitte rund ist, das auch rund zu machen. Ah, ne, der noch nicht. Der hier. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, mit denen so zu bauen und dann die Muster so übereinander gehen, dann sieht es nicht mehr schön aus, ne? Deswegen machen wir mal so und hoffen, dass das geil aussieht. Vor allem das da sieht komisch aus, aber passt. Doch, das passt. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Und hier passt es sogar mit der Küche. Das ist ja wie geplant. Das ist ja unglaublich. So, warte mal. So. Wir haben gleich kein Ascheholz mehr, ne? Ah, ein bisschen haben wir noch. So. Und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen was in der Kiste. Immerhin. Immerhin. So. Und hier. Und so. Und den hier noch. So. Hm. Voll geil, oder nicht? Jetzt kann man so nach unten gucken.
Und jetzt merke ich allerdings gerade, das ist ein bisschen unsatisfying, dass es nicht durchgeht, ne? Wollen wir mal gucken, wenn wir die hier in der Mitte überlagern. Sieht das doof aus oder kann man das machen? Das würde mich gerade mal brennend interessieren. Der müsste so und der so. Oh. Halt. Hier. Müssen wir gleich ein bisschen neues Ascheholz holen, ne? Das hatte ich mir aber auch vorgenommen für diese Aufnahme. Dass wir ein bisschen Holzfällen gehen. Ja, warte mal. Hier gegen bitte. So. Die Verschnörkelung in der Mitte ist jetzt doppelt. Ist gar nicht schlimm, oder? Ich überlege sogar hier noch weiter rauszugehen. Aber das könnten wir... Ja, nee, das lasse ich. Aber ich mache das überall mit denen, dass ich die hier rausnehme. Dann haben wir so einen durchsichtigen Ring. Voll geil, oder nicht? Ich hatte die Idee gestern und ich dachte mir, ey, komm. Let's go. Und dann bin ich sogar so größenwahnsinnig geworden, dass ich mir gedacht habe, weißt du was? Genau das können wir auf jeder Etage machen. Zumindest da, wo es erlaubt ist. Zum Beispiel bei... Hä? Was sind das denn hier für... Ach so, das sind die von den Brettern. Ich verstehe. Ich habe mir gerade gedacht, was habe ich denn da für Balken gebaut? Aber zum Beispiel bei den Portalen müssen wir dann gucken, wie das passt. Aber ich dachte mir, das wäre doch voll geil, wenn man dann ganz oben steht, nach unten guckt und man kann bis nach hier unten sehen. Oder? Das hat ein bisschen was von dem, das erinnert mich ein bisschen an Gronks Lager damals, wo er doch auch so, dass er so einen Boden aus Glas hatte und dann stand man ganz oben und konnte bis nach unten durchgucken. Das fand ich, sah voll geil aus. Ne? Gut möglich, dass mich das ein wenig inspiriert hat. So, dieses mit dem Haken hier, mit der Ecke hier so drin, ist das doof oder soll ich das lassen? Ich lasse es, ne? Und ich könnte sogar noch den und den wegnehmen. Aber auch das lasse ich. Ich glaube, ich lasse das so. Um es runder zu machen, überlege ich gerade, hier noch die rauszunehmen und das dann auch hier zu machen. Aber das würde dann hier irgendwie... Ich finde das voll geil, dass jetzt hier ist diese Schicht, dann ist da, sind da nochmal Holzbretter und dann das Lager. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und deswegen würde ich das so lassen. Aber das sieht voll geil aus, ne? Ey, das sieht richtig geil aus. Deswegen gehe ich jetzt mal nach unten, hole das ganze Holz. Halt, erstmal bringe ich das hier weg. Sonst werden wir gleich hoffnungslos überladen sein. Holz weg. Und Ascheholz weg. Oh, so. Und dann ballern wir uns mal einen Salat. So. Und sammeln das Holz hier unten auf. So. Leggedy leg. Saveity save. Und wie viele Sekunden brauchst du diesmal? 300? Er ist immer noch am Speichern. Okay, aber ich bin ja auch gerade in meiner Riesenbase. Ah, diesmal nur 11,73 Sekunden. Wow. Toll. Oh, voll geil. Finde ich voll geil. Und ich bin ganz ehrlich. Wir brauchen viel mehr Ascheholz, das will ich in den anderen Etagen auch machen. Und außerdem würde ich ganz gerne... Ah, wir müssen sowieso gerade pennen gehen, denn es ist gerade schon Nachmittag. Ich würde das tatsächlich... Ja, stimmt, hier zum Beispiel könnte es schwierig werden. Obwohl... Ich könnte das hier in der Mitte machen. Ah, verdammt. Oder auch in der hier wird es schwierig, ne? Mit den Teppichen und so. Mal gucken, bin ich ehrlich. Also, das ist ja jetzt noch nichts in Stein gemeißelt. Das können wir ja immer noch anpassen, wie wir wollen. Ne? Also, mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ratzen. Gute Nacht. Guten Morgen. Und, shit, es war gerade Nacht. Ich hätte mal nach dem Aspen gucken können, ne? Ja, gut, egal. Haben wir... Ja, warte mal. Ich sollte erstmal was Ordentliches fooden. Die hier bringe ich erstmal weg, denn wir werden noch nicht, also werden wir in dieser Aufnahme auf gar keinen Fall auf Erzsuche gehen. Stattdessen gehen wir jetzt auf Aschenholzsuche. Und ich glaube, bei unserem Spot hatten wir doch was eingetragen. Das war bei unserer Reisebase. Nee, das war hier, wo wir die Askwins gejagt haben. Oder?
Ich glaube ja. So, ja. Ascheholz, direkt geradeaus zu. Aber erstmal. Wieso sind wir nass? Ach, weil hier keine Überdachung ist. Und wir kurz Regen abgekriegt haben. Oh Mann. Na gut. Zack. Energy Shield. Können wir mal kurz nach unserem Askbindchen gucken, ne? Ich habe den letztes Mal gar nicht gestreichelt. Warum ist es denn so dunkel? Ach, wegen Wetter, ne? Ja, weil es gerade Asche regnet. Hm. Na gut. Und ich wollte noch mal kurz gucken, wie geht's dir? Zahm und fröhlich. Asquith liebt dich. Ach so, die können uns leider nicht verfolgen. Das dachte ich mir aber schon. Weil man kann sie ja reiten, ne? Ist ja kein Wolf, sondern ist eher wie ein Lochs. So, aber ich will mich gar nicht ablenken lassen. Wir sind hier für Ascheholz. Und da will ich ordentlich jetzt was mitnehmen. Ich hatte auch eigentlich überlegt, stimmt, den anderen Trank zu nehmen, ne? Hab ich schon wieder vergessen. Warte mal, 30 Grausten? Nö. Das brauchen wir gerade nicht. Ich will jetzt hier erstmal nur Holz schleppen. Und dann müssen wir natürlich auch aufpassen, dass hier keine Feinde kommen. Hä? Vor allem in dieser Dunkelheit ist richtig... Ey, da, ne? Man sieht fast nichts. Tschüss! Oh, da ist noch einer. Natürlich, die Feinde lassen nicht lange auf sich warten. Einmal die Karamell kaputt gemacht. Da kommt noch eine. So. Wo kommen die her? Ist da ein Spawner? Wenn ja, dann mache ich den platt. Ne, ist kein Spawner. Gut. So. Frostsalbe. Piu. Der ist schon mal down. Seinen Loot hätte ich vielleicht doch ganz gern. Na komm her. Hm? Piu, 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 piu. Tschüss. Und da war noch ein Bogenschütze. Der kann doch auch auf mich zu. Die mache ich doch auch platt. Verdammt. Ich sollte auf den Boden zielen, ne? Ja. Shit, daneben. Näher ran. So, jetzt aber. Und wir hacken weiter Holz. Denn deshalb sind wir hier. Könnte vielleicht mal es ein bisschen heller werden. Doch schon echt arg dunkel. So. Holzhacken 13. Yay. Oh Mann. So. Und ich überlege auch normales Holz hier zu lassen. Ne? Weil da haben wir so viel von. Und das interessiert mich eher semi. Ach, das ist ein Baumstumpf. Der gibt sowieso nur normales Holz. Die Stümpfe lasse ich liegen, ne? Die brauchen wir ja nicht. Also, und es stört nicht, wenn die hier liegen. Wenn die hier bleiben, meine ich. Ist ja nicht weiter wild. Soll ich das mal eben holen? Nie wieder tue ich das. Voll für so ein bisschen Holz. Ich habe dann auch gemerkt, als ich daran gestorben bin, war das nicht mal... Ascheholz, das war normales. Und dafür sind wir gestorben. Oh Mann. Das war richtig selten dämlich. Aber gut. Es war mir eine Lektion. Immerhin, das war es wert. Immer das Positive sehen. Hm. Ja, hier ist natürlich ordentlich was los. Den dicken Baumstamm hätte ich ganz gern, aber nein. Ich werde den Teufel tun, dahin zu gehen. So, ich hacke einfach mal hier weiter. Bis wir überladen sind. Halt! Nein, 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 nein. Nicht in die Lava rollen. So. Schön hier bleiben. Ich stelle mich mal in die Mitte, dass wenn er sich aufteilt, ich beide aufhalten kann. Oh. Ja, oder so. So. Damit. Boah, da kommt aber im Verhältnis doch sehr wenig Ascheholz raus, ne? Naja, es geht. Doch, wir haben mehr als doppelt so viel. Obwohl, ich habe das Holz da schon aussortiert. Gut möglich, dass es auch einfach gut 50-50 sind. So, ich gehe mal näher ran, damit es nicht so streut. Er will sowieso abhauen. Nein. Diese Zeitlupe umdrehen. Das sieht irgendwie ein bisschen albern aus, finde ich. So. Das hier auch noch weg.
Komm schon. Ich will Ashwood. So. Sehr gut. Ah, dafür sind die Baumstümpfe natürlich auch gut. Stimmt, so habe ich so gar nicht betrachtet. Ich mache die jedes Mal weg, weil ich die so unschön finde. Vieh. Krieger. Und tschüss. So. Hör damit. Und hör damit. Oh, Alter, hier ein Riesenbaumstumpf. Boah. Was ein Baum. Sehr beeindruckend. Also finde ich, ich finde so große Bäume in der Realität tatsächlich sehr beeindruckend. Da überlege ich immer, boah, wie alt ist dieses Lebewesen, was da vor mir steht. Ganz ehrlich. So viel älter als ich. Und ich hänge hier. Ne? So viel größer als ich. Hat so viel mehr Masse als ich. Versteht schon. Bäume sind schon echt faszinierende Lebewesen. So, hör damit. Holz weg. Oh ja, es summiert sich. Ich mache das mal nach hier oben, damit wir das besser erkennen. Ah ja, und das Holzkohleharz farmen wir dabei ja auch. Sehr gut. Ist das da eine Höhle zufällig? Soll ich mal kurz nachgucken gehen? Weil ich habe gehört, diese Höhlen sind doch wichtiger, als man glauben mag. Weil dort gibt es Informationen, die wir dringend brauchen. Habe ich gelesen. Und deswegen müssen wir müssen diese Höhlen immer mitnehmen. So. Da nochmal hier drauf. So, sehr gut. Da kommt wieder ein Kollege und schmeißt mit Steinen. Wie der schwarze Block. Unfassbar. Und tschüss. Hey, mit dem Stuff. Und wir sind allmählich überladen, oder? Nee, doch nicht. Soll ich's tun? Ich bin schon wieder so ein Greedlord, ne? Ah, oh, nee, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich lasse es. Ich lasse es. Auch wenn es verlockend ist, weil es nur ein paar Zentimeter sind. Nein, Raul. Wir haben gelernt. Wir lassen das schön bleiben. So. Bitte nicht in die Lava rollen. Sehr gut. So ist sogar perfekt. Dann den hier noch. Stopp. Schön hier geblieben. Halt, wo ist die Mitte? Die ist ungefähr... Ich bin ungefähr in der Mitte, ne? Ja. Sehr gut. Beide aufgehalten. Und den nochmal kaputt. Perfekt. Gewichtmäßig ist noch okay. Ein bisschen was können wir noch. So. Nein! Ich dachte, der bleibt hier auf jeden Fall hängen. Aber der blieb auf jeden Fall hängen. Na toll. Na gut, was soll's. Komm. Warum hacke ich auch Holz direkt neben Lava? Und ärgere mich dann. Ich bin auch manchmal echt schon ein Storch. Na gut. Kann ich den hier vielleicht rausrollen? Nee, ne? Ja, ich glaube, das ist einfach wasted. Krieg ich den hier irgendwie rausgehebelt? Nee, ne? Gut, dann nicht. So, das kann ich gerade noch greifen. Das da ist mir zu weit in der Lava. Nein, 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 nein. Eher die andere Richtung. Kriege ich dich sogar raus? Nee, ne? Ich mach's nur noch schlimmer. Holz weg. Ascheholz. Und dann gucken wir mal hier. Ja, aber wir müssen sowieso zurück. Wir sind überladen. So sei es. Dann bringen wir die Ladung kurz weg. Wir haben hier noch ein bisschen Grausten. Das könnte ich vielleicht noch aufsammeln zur... Also zum Auffüllen unseres Inventars. Und dann gehen wir wieder zurück. Huch, was geht denn hier ab? Bitte nicht Grausten, der hier liegt. Hier liegt Grausten. Und hier liegt Holz. Wir müssen aufpassen, dass das hier bloß nicht kaputt gemacht wird, ne? Ja, hier fehlt schon ein Stück.
Das sieht schon gar nicht so gut aus, aber was wollt's? So, ich gehe mal kurz hoch. Bring den ganzen Stuff ins Lootloch. Ne? Und dann gehen wir direkt wieder los. Obwohl, vielleicht sollte ich mal kurz auf die Uhr gucken. Ist ja dann doch schon ein wenig Zeit vergangen gerade. Aber so geht's voran, ne? Freut mich. Wie viel haben wir eigentlich? Ja, gar nicht wenig. So, rübergerannt. Und runtergeschmissen. Das kennen wir ja bereits. Sehr gut. Und dann schaue ich mal auf die Uhr. Wir haben es Mittag rum gerade. Komm, let's go. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ins Aspen-Jagdgebiet.